Ja, dann einen wunderschönen Sonntag. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid, dass ihr alle hier sind. Bin das erste Mal in diesem sehr interessanten neuen Gebäude hier. Mein aktuelles Jugendbuch, aus dem ich heute lesen werde, heißt Oracle. Ich werde jetzt auch gar nicht so viel drumherum erzählen, weil die Zeit ja relativ knapp ist. Aber vielleicht vorausschicken, was denn passiert ist, bevor wir zu der Stelle kommen, die ich dann lesen möchte. Also das Buch heißt Oracle, die Hauptfigur heißt Julian. Julian ist 18 Jahre alt und hat eine ziemlich schwierige Kindheit und Jugend hinter sich, weil er etwas hatte, das man sehr lange oder das man eigentlich immer noch für eine Psychose hält. Er hat Dinge gesehen, die sonst keiner sieht, und die haben ihm immer riesige Angst gemacht. Er ist mittlerweile aber seit einigen Jahren in Therapie, bekommt Medikamente. Diese Visionen haben sich gelegt. Und zu Beginn des Buchs macht er einen ganz großen Schritt in seinem Leben. Er zieht bei seinen Eltern aus, geht also quasi ab jetzt auf die Uni und zieht in ein Studentenheim mit einem zweiten Jungen in ein gemeinsames Zimmer mit Robin. Und und macht quasi seine ersten von den Eltern unabhängigen Schritte hinaus ins Leben. Was nicht ganz ohne Schwierigkeiten abläuft. Und wie es denn so gelaufen ist, erzählt er seiner Therapeutin, die ihn schon seit Jahren begleitet. Und da steigen wir jetzt ein. Du hast es ihm nicht erklärt? Sonja saß Julian gegenüber, ihre vertraute, rundliche Gestalt mit der graublonden Hochsteckfrisur und dem unvermeidlichen Rollkragenpullover leicht vorgebeugt. »Ich habe gesagt, es wäre eine generalisierte Angststörung«, gab Julian zurück. »Sind zwar andere Symptome, aber er hat es geglaubt. Klingt auch besser als Psychose.« Sonjas freundlicher Blick ließ ihn keinen Moment lang los. »Hast du den Umzug gut überstanden? Irgendwelche Vorfälle?« Er war froh, dass sie Vorfälle und nicht Anfälle sagte. Seit er 13 gewesen war, hatte Sonja für ihn so etwas wie einen Rettungsanker dargestellt, in einer Welt, die ihn ständig erschreckte, die ihm Dinge vorgaukelte, die andere nicht sahen, weil sie schlicht und einfach nicht da waren. »Nein«, antwortete er, »keine Vorfälle, aber manchmal rechne ich immer noch damit. Jetzt beim Einzug zum Beispiel war es wieder ein Thema.« Er lächelte halbherzig. »Hat aber auch Vorteile, wenn man immer nur nach unten starrt. Du glaubst gar nicht, wie viele Münzen ich früher gefunden habe, und ich bin absolut nie in Hundescheiße getreten.« Er hoffte, Sonja damit zum Lachen zu bringen und den Moment hinauszuzögern, in dem sie das Treffen wieder ansprechen würde. Aber sie kannte ihn einfach zu gut. »Versuche doch, auf den Fortschritt zu vertrauen, den du gemacht hast. Die Trugbilder sind seit Jahren fort. Es gibt keinen Grund mehr, den Menschen nicht ins Gesicht zu schauen.« »Tue ich ja«, verteidigte er sich, »meistens. Nur manchmal brauche ich eben noch Anlauf, aber es wird immer besser, ganz ehrlich.« »Halb ehrlich«, gestand er sich ein. Seit er bei den Eltern ausgezogen war, kostete es ihn wieder mehr Kraft, Menschen anzusehen. Sein Herzschlag beschleunigte sich und meistens ballte er die Hände zu Fäusten, bevor er den Kopf hob. »Ich weiß, Julian, du bewältigst das alles sehr gut und dein Umzug ins Studentenheim ist ein Quantensprung.« Sie hielt inne. »Du schaffst auch dieses Klassentreffen.« So, da war es, das Thema, das verdammte Klassentreffen, der totale Albtraum. »Ich will dich nicht enttäuschen, aber ich fühle mich noch nicht bereit dafür. Die halten mich doch alle für einen Freak und man kann es ihnen echt nicht übel nehmen.« Sonja schüttelte leicht den Kopf. »Du hast seit 5 Jahren niemanden von ihnen gesehen und ihr seid alle älter geworden. Ich denke, die meisten schämen sich dafür, dass sie dich damals ausgegrenzt haben. Du würdest ihnen und dir selbst einen Gefallen tun, wenn du dieses Kapitel zu einem guten Abschluss bringst.«
Sie sagte das nicht zum ersten Mal und Julian wusste, dass sie recht hatte. Nur änderte das nichts daran, dass seine schlimmsten Erinnerungen eng mit einigen seiner damaligen Mitschüler verknüpft waren und Mitschülerinnen, wie zum Beispiel Verena, die er nie zur Gänze gesehen hatte, immer nur von der Gürtellinie aufwärts. Der Rest war hinter einer wabernden roten Wolke verborgen gewesen, einem verschmierten Etwas, auf dem sie gewissermaßen dahingeschwebt war. Oder Lars, aus dessen Augen ebenso viel weißer Nebel gequollen war, wie Gemeinheiten aus seinem Mund. Hanno mit dem schwarzen Keil, der die Mitte seines Gesichts verbarg und seinen Brustkorb zu spalten schien. Julian fragte sich immer noch, ob es ihm je gelungen war, seinen Eltern oder Sonja wirklich klarzumachen, wie furchtbar diese Visionen für ihn gewesen waren, wie angsteinflößend, obwohl dabei nichts Schockierendes im herkömmlichen Sinn passiert war, nichts, was in einen Horrorfilm gepasst hätte. Trotzdem war er immer wieder in Tränen ausgebrochen, hatte sich in Toiletten und Schränken versteckt, hatte einige Male laut geschrien, wenn plötzlich jemand vor ihm gestanden hatte, der eines dieser Zeichen trug. Livias Mutter zum Beispiel, die bloß ihre Tochter von der Schule abgeholt hatte und mit freundlichem Lächeln auf ihn zugekommen war, während wurmartige Schatten sich um ihren Körper gewunden hatten. Von allen diesen Druckbildern ging etwas Bedrohliches aus. Manchmal war es wie ein Vibrieren und wenn Julian länger hinsah, ein Ton, so tief, dass er ihn mehr spürte als hörte, ein Grollen, als würde etwas aus dem Kern der Erde ihn rufen. Der sechsjährige Julian hatte sich bei diesen Gelegenheiten weinend und schreiend zu Boden geworfen, der zwölfjährige sich die Innenseite seiner Wangen blutig gebissen, die Augen zusammengekniffen und die Tränen zurückgedrängt. Nun war er 18 und seit 4,5 Jahren herrschte Ruhe, aber die Erinnerungen waren immer noch furchteinflößend nah und in seinen Träumen kehrten die Schatten und Nebel regelmäßig wieder. Die Marker, wie er sie nannte. Seltener allerdings. Bei der letzten Sitzung hatte Sonja die Idee in den Raum gestellt, dass eine Wiederbegegnung mit den Leuten aus seiner Schulklasse ein weiterer wichtiger Schritt sein konnte, den Schrecken von früher ihre Macht zu nehmen, was vermutlich stimmte. Aber Julian graute bei der Vorstellung, wieder in diese Gesichter blicken zu müssen, die sich von ihm abgewandt oder zu spöttischen Grimassen verzogen hatten, während er heulend in einer Ecke gekauert hatte. »Ich habe drüber nachgedacht«, sagte er jetzt, »und eigentlich möchte ich nicht hingehen. Mir wäre es lieber, das Kapitel allein abzuschließen, nur für mich.« Sonja nickte. »Ist dir das denn bisher gelungen?« »Nein, nein, war es nicht.« Aber mit der Zeit würden die Erinnerungen verblassen, nicht wahr? Er konnte und wollte sich nicht vorstellen, dass ihn die gleichen Albträume auch mit 30 noch heimsuchen würden. Das war einfach undenkbar. Ich überlege es mir noch einmal, sagte er voller Widerwillen, was gelogen war. Er hatte seine Entscheidung getroffen. Zu 90% jedenfalls. Dass er am nächsten Samstag kurz vor 7 doch vor dem Gartenlokal am Stadtrand stand, überraschte ihn beinahe selbst. Über die Schwelle zu treten hatte er bisher allerdings nicht gewagt. Jetzt konnte er noch kehrt machen, den Bus zurücknehmen und sich im Wohnheim verkriechen. »Julian, bist du das?« Er fuhr herum, hätte beinahe schon wieder das Kinn zur Brust gedrückt, so wie früher. Stattdessen wurde aus der Bewegung ein unbeholfenes Nicken, als er sich zwang, wieder nach oben zu schauen. War das Mathilda, die ihn angesprochen hatte? Ja, auf den zweiten Blick erkannte er sie. Sie trug das Haar zwar nur noch schulterlang und war, seitdem er sie zuletzt gesehen hatte, gut 10 Zentimeter gewachsen, aber die blauen Augen und die Sommersprossen waren unverkennbar. »Cool, dass du wirklich gekommen bist«, sagte sie und drückte seine Hand, seine eiskalte, schweißnasse Hand. »Ich weiß nicht, ob ich an deiner Stelle Lust dazu gehabt hätte.
Wir waren damals ein bescheuerter, unreifer Haufen. Ach, na ja, brachte er mühsam hervor und fühlte, wie Erleichterung sich in ihm breit machte. Mit 13 war Mathilda ein ruhiges, schüchternes Mädchen gewesen, jetzt strahlte sie freundliche Entschlossenheit aus. Das war ermutigend. Vielleicht hatten die anderen sich ebenso stark verändert, hatten ihre Gehässigkeit abgelegt und der Abend würde nett werden? Er ließ Mathilda nicht aus den Augen. An ihr hatte er nie einen der beunruhigenden Marker entdeckt, also ließ sich auch nicht sagen, ob er verschwunden war. »Du siehst wirklich gut aus«, sagte sie. »Und hey, kann ich mich gleich dafür entschuldigen, wie fies wir uns damals benommen haben? Ich wollte dir das schon längst sagen.« »Naja«, entgegnete Julian, »ich kann mir schon vorstellen, dass ich euch damals erschreckt habe.« »Trotzdem«, beharrte Mathilda, »wir hätten nie so mit dir umspringen dürfen.« Sie nahm ihn am Arm. »Wollen wir reingehen? Ein paar Leute sind sicher schon da.« Mit ihr gemeinsam aufzutauchen würde es einfacher machen. Die Aufmerksamkeit würde sich nicht auf ihn alleine richten. Trotzdem waren seine Schritte unsicher, als sie den Biergarten betraten. Am hinteren Ende, in der Nähe des Zauns, erahnte er bereits ihr Ziel, einen langen Tisch, an dem die Plätze erst knapp zur Hälfte besetzt waren. Und dort, den Blick voller Erwartung auf ihn gerichtet, erkannte er Lars. Lars mit den Nebelaugen, der nun die Hand hob und winkte. Hätte Mathilda ihn nicht mit sich gezogen, Julian wäre stehen geblieben, möglicherweise wäre er sogar umgekehrt. Lars war der gewesen, der ihm das Leben am schwersten gemacht hatte, auf dessen Konto die fiesesten Spitznamen und die gemeinsten Scherze gegangen waren. Während er Schritt für Schritt näher ging und nach den schmutzigen Nebelfetzen Ausschau hielt, die immer aus Lars Augen gequollen waren, fragte er sich, wie er sich gleich verhalten sollte. Locker Hallo sagen zu jemandem, vor dem man sich weinend am Boden gewunden hatte? Lars ignorieren? Das wäre Julian am liebsten gewesen, aber er hatte seine Zweifel, dass es klappen würde. Denn Lars war bereits aufgestanden. Er musste fast 2 Meter groß sein, war noch dünner als zu Schulzeiten und hatte das vertraute breite Grinsen aufgesetzt, das neben seinen Zähnen auch viel zu viel Zahnfleisch zeigte. »Das ist doch Julian, oder? Ich wusste, du würdest dich nicht drücken.« Er blickte über die Schulter zurück. »Hab ich's nicht gesagt, Fanny? Ich hab dir gesagt, Julian kommt.« Was Fanny, der eigentlich Yannick hieß, darauf antwortete, bekam Julian nicht mit. Zum allerersten Mal konnte er Lars in die Augen sehen und stellte fest, dass sie grün waren. Keine Spur der Nebelschwaden, die sie sonst immer abgesondert hatten und die sich über den Klassenraum gelegt hatten wie über ein Novembermoor. »Hey«, brachte er krächzend hervor. Lars klopfte ihm auf den Rücken, eine Spur zu fest vielleicht. »Setz dich her, Alter, gut siehst du aus. Ganz anders als früher. Was willst du trinken?« Julian sank auf den angebotenen Stuhl, orderte Cola und ließ seinen Blick über die Runde wandern. Da war Hanno, der gerade aus vollem Hals lachte über etwas, das Katrin ihm erzählte. Es war auch hauptsächlich dieses Lachen, an dem Julian ihn erkannte. Er betrachtete forschend sein Gesicht, in dem jetzt kein schwarzer Keil mehr steckte, der es halb verbarg. Hannos Nase hatte Julian sich immer größer vorgestellt, weniger aufgebogen. »Wie ist es dir gegangen die letzten Jahre?« Mathilda hatte sich auf den freien Stuhl neben ihm gesetzt. »Hast du einen Schulabschluss gemacht?« Er nickte. »An einer Privatschule mit winzigen Klassen. Seit ich die richtigen Medikamente bekomme, habe ich diese Episoden eigentlich nicht mehr. Trotzdem war es so einfacher für mich, waren lauter nette Leute.« Hatte das jetzt wie ein Vorwurf geklungen, als hätte er »anders als ihr« sagen wollen? Mathilda schien es jedenfalls so aufzufassen. »Ich weiß, wir haben dich scheußlich behandelt und es tut mir extrem leid.
den anderen auch. Sie warf Lars einen scharfen, auffordernden Blick zu. Total, sagte der gedehnt. Aber wir haben auch nie kapiert, was eigentlich mit dir los war. Er riss den Mund auf und wedelte wild mit den Händen, als wollte er einen Schwarm Wespen vertreiben. Geht weg, nein, bitte, verschwindet, rief er mit künstlich in die Höhe geschraubter Stimme. Nebel, oh nein, Nebel! Julian senkte den Blick. Genau so etwas hatte er befürchtet, und es wunderte ihn kein Stück, dass es natürlich Lars war, der die erste Gelegenheit wahrnahm, um ihn lächerlich zu machen. »Halt dich zurück, du Idiot«, fauchte Mathilda ihn an, gleichzeitig versetzte Pfanny ihm einen groben Rempler in die Rippen. »Wenn du bloß wieder ein Arschloch sein willst, geh am besten gleich«, fuhr er ihn an und an Mathilda gewandt. »Ich habe von Anfang an gesagt, es wäre besser, Lars nichts von dem Treffen zu erzählen.« »Jetzt seid doch nicht so, ist ja nicht böse gemeint«, trat Lars unmittelbar den Rückzug an. »Ist nur Spaß, ich tue ihm doch nichts, dem Julian«, er lächelte ihm zu. »Wenn ich dich beleidigt habe, tut es mir leid, okay, auch meine Witzchen in der Schule, aber ich wäre gar nicht so gewesen, wenn du nicht von Anfang an vor mir Angst gehabt hättest, obwohl ich dir doch gar nichts getan hätte. Irgendwie war das auch ziemlich gemein.« Kein Marker mehr an Lars. Trotzdem fiel es Julian schwer, den Blickkontakt zu halten, denn die falsche Freundlichkeit, die aus seinen Augen strahlte, war nur wenig besser als die Nebel. Er würde ihm keine Details anvertrauen, wieso auch, sondern seine Erklärung allgemein halten, so wie er sie sich am Vormittag zurechtgelegt hatte. Denn dass die Frage früher oder später aufkommen würde, war klar gewesen. »Ich habe immer wieder Trugbilder gesehen«, murmelte er, »die haben mich ziemlich erschreckt, vor allem weil niemand sonst sie sehen konnte und weil sie irgendwie unheimlich waren. Aber das ist vorbei.« machte Lars. »Deswegen hast du mir das eine Mal so wild übers Gesicht gewischt, um ein Trugbild wegzuputzen? Was war denn da?« Der Typ konnte in Kreuzweise. Julian zwang sich zu einem Lächeln, hielt diesmal den Blickkontakt. »Weiß ich nicht mehr. Nichts Schönes jedenfalls.« Lars lachte, wie er früher gelacht hatte. »Insekten vielleicht? Kakerlaken? Ja, das wäre cool gewesen, oder? Horrorfilmmäßig. Ah!« Er verdrehte die Augen und tat, als würden Stromschläge ihn schütteln. »Du bist so bescheuert!« Mathildas Stimme triefte vor Verachtung. »Jetzt seid nicht so humorlos«, lachte Lars und griff nach seinem Glas. Wenigstens war ihm nie langweilig während des Unterrichts. Notfalls konnte er sich immer seine Spukshow reinziehen. Julian nickte, weniger aus Höflichkeit als in der Hoffnung, dass Lars dann die Klappe halten würde. Großes Hallo unterbrach ihn in seinen Gedanken, als Hannah eintraf, in die damals die halbe Klasse verknallt gewesen war. Sie drückte ihn und erklärte ausführlich, wie froh sie war, dass es ihm besser ging. Dann setzte sie sich zu Yasin und Astrid. Um den Tisch herum formten sich Grüppchen und es waren fast dieselben wie früher. Julian sah auf die Uhr. Wenn er in einer halben Stunde aufbrach, würde es nicht mehr wie Flucht wirken. Wieder laute Begrüßungen, diesmal sprang auch Mathilda von ihrem Stuhl auf. »Verena, wie schön, dass du es geschafft hast!« Einen Moment lang war Julian irritiert, er konnte Verena nicht entdecken. Dann erst begriff er, dass er den Blick senken musste, dass ihr Kopf nicht auf gleicher Höhe mit den Köpfen derer war, die aufgestanden waren, um sie zu begrüßen. »Hey, Julian!« Sie kam auf ihn zu und so wie früher, wie mit 12 oder 13, schnürte es ihm die Kehle zu. Damals hatte er von ihr nie mehr als den Kopf und den Oberkörper gesehen. Ihre Beine waren von beweglichen roten Schlieren verdeckt gewesen, die gelegentlich etwas ausflockten und kleine Teile durch den Raum schweben ließen. Nun konnte er Verenas Beine sehen, doch wie es schien, konnte sie sie nicht mehr gebrauchen. Sie saß im Rollstuhl, den sie ebenso elegant auf ihn zusteuerte, wie sie früher ihr Skateboard über den Schulhof manövriert hatte. Die Hand, die sie ihm hinstreckte, ergriff er mit Verzögerung. Was sie sagte, bekam er nur zur Hälfte mit. »Das ist Zufall«, sagte er sich, »Zufall, nichts weiter.
Der rote Nebel kann sie nicht gelähmt, kann ihre Beine nicht zerstört haben, das ist unmöglich. Seine Reaktion entging Verena natürlich nicht, obwohl er versuchte, eine neutrale Miene aufzusetzen, aber eben nicht schnell genug. Dir hat keiner davon erzählt, oder? Der Blick unter ihren zusammengezogenen Brauen war hart. Nein, er atmete durch, beschloss, nicht um den heißen Brei herumzureden. Wie ist das passiert? Kletterunfall. Sie lächelte, doch es war nicht zu übersehen, wie viel Überwindung sie das kostete. Ich war zwar mit einem Seil gesichert, aber der Haken hat sich gelöst. Und wie geht es dir? Mir? Ganz okay. Wann war denn das? Vor 2 Jahren. Sommercamp mit dem Kletterclub. Es war Julian bewusst, dass er Verena auf eine Art anstarrte, die wahrscheinlich aufdringlich wirkte. Er riss seinen Blick los und richtete ihn zu Boden, wie er es gewohnt war. Tut mir sehr leid, brachte er mühsam heraus. Danke. Er konnte sehen, wie ihre Hände nach den Rädern des Rollstuhls griffen und ihn ein Stück zurückfahren ließen. Ich suche mir jetzt einen Platz, okay? Wir sprechen uns später sicher noch. Sie wollte weg von ihm, wofür er vollstes Verständnis hatte. Er war selbst froh, nicht durch das Chaos seiner wirren Gedanken ein Gespräch simulieren zu müssen. Ein Kletterunfall. Das war doch vor 5 Jahren nicht vorherzusehen gewesen, oder? Die roten Schlieren hatten nichts damit zu tun gehabt, die waren ein Produkt seines eigenen verqueren Hirns gewesen. Jetzt saß Verena bei Yassin und wenn Julian aus den Gesprächsfetzen, die zu ihm herüberwehten, die richtigen Schlüsse zog, trainierte sie für die Paralympics. Er schloss die Augen, rief sie sich als 13-Jährige in Erinnerung. Das Mädchen, das nur aus einem Oberkörper bestand. Natürlich ein Zufall, wenn auch einer der seltsamen Art. Aber hätte diese Wahnvorstellung etwas zu bedeuten gehabt, dann würde das Gleiche doch ebenso für das schwarze Gebilde gelten, hinter dem Hannos Kopf immer halb verschwunden war. Und Hanno war völlig in Ordnung. Er unterhielt sich mit Chris und schilderte ihm irgendein Fußballmatch. Alles okay? Julian fuhr herum. Er hatte Mathildas Anwesenheit fast vergessen. Sie wirkte besorgt. Wenn noch jemand dir dumm kommt... Nein, unterbrach er sie, das ist es nicht. Ich wusste bloß nichts von Verenas Unfall. Ach so, ja, das hat uns damals alle schockiert. Sie hätte es fast nicht überlebt. Aber jetzt kommt sie wirklich gut damit zurecht. Und Hanno, geht es gut? Erkundigte er sich, nachdem die Bedienung weitergegangen war. Hanno, Mathilda warf einen Blick zum anderen Ende des Tisches. Ja, warum denn nicht? Er studiert Architektur und postet in unserer WhatsApp-Gruppe ständig Fotos von Motorradausflügen. Aber gesehen habe ich ihn seit unserem Abschluss höchstens 2-mal. Sie legte den Kopf schief. Warum fragst du? Nur so. Julian versuchte sich zu erinnern, wer sonst noch von seinen Visionen betroffen gewesen war. Ein Mädchen aus der Parallelklasse, dessen Namen er nicht mehr wusste oder nie gewusst hatte, ein paar andere Schülerinnen und Schüler, die meisten älter als er und nur flüchtige Begegnungen, und Livias Mutter. Er blickte sich um. Livia hatte er in der Klasse mit am längsten gekannt, seit der Grundschule schon, aber bei dem Treffen war sie bisher noch nicht aufgetaucht. Als er Mathilda nach ihr fragte, seufzte sie, bevor sie antwortete. »Sie ist weggezogen«, erklärte sie, »ungefähr 1 Jahr, nachdem du die Schule verlassen hattest. Ihre Mutter ist gestorben und ihr Vater hat einen Job in einer anderen Stadt angenommen. Ich folge ihr auf Instagram, aber sie postet nicht viel.« Alles, was auf ihre Mutter ist gestorben gefolgt war, hatte Julian kaum mitbekommen, hatte er nur noch wie durch Watte wahrgenommen. Er konnte sich gut erinnern, wie sehr ihr Anblick ihn jedes Mal erschreckt hatte. Dabei war Livias Mutter freundlich gewesen, hatte ihn immer angelächelt. Und nun war sie gestorben. Er würde nicht fragen, woran, es spielte keine Rolle. Viel wichtiger war, dass er es jetzt schaffte, sich selbst davon zu überzeugen, dass auch das nur Zufall war, dass die wurmartigen Schatten nicht den Tod der Frau angekündigt hatten, sondern Wahnvorstellungen gewesen waren, so wie alle anderen seiner Visionen. Fehlschaltungen in seinem Hirnstoffwechsel. Dankeschön.
Vielen Dank. Vielen lieben Dank und noch einen schönen Messetag, aber ich glaube, es regnet. Vielen lieben Dank nochmal an Ursula Poznanski auch von unserer Seite aus. So, Ursula wird von 13 bis 15 Uhr im Signierareal 4.1 auch signieren. Dafür benötigt man Tickets, die sind soweit ausverkauft. Aber wenn Sie hier, wie gesagt, einmal dann hoch ins Signierareal wollen, müssen Sie zwei Rolltreppen nach oben fahren. Ganz herzlichen Dank, ne? Ja. Ja. Aber die Teetasse fehlt. Das macht nein, 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 nein. Schon klar, ja. 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 Hat mit Dinosauriern zu tun. Ja, so ähnlich.
Nein, so schwer war der kleinste, oder ist der kleinste Dinosaurier wie der Teebeutel. Ja. Auflösung kommt am Schluss. Nein, der ist 1,8 bis 2 Gramm. Das ist ein typischer Teebeutel. Und so groß wie kleiner Finger. Ja, da kann man drüber nachdenken. Ja, da. Was genau ist es denn jetzt beide? Oh, wow. Wir haben 7 und 8. Ja, jetzt. Okay. Wow. Ja, jetzt haben wir es. Super. Toll. Wow.